Kommt, lasst uns gemeinsam in der Kristallkaverne auf Kristallsuche gehen. Ich bin höchst motiviert, auch wenn der letzte Part failiger war als alle bisherigen zusammen. Aber ja, es gab ziemlich böse Aufgaben und nach dem Hasen war ich ein bisschen angeknackst. Wer es also verpasst hat, in der letzten Folge tatsächlich mal keine Höchstleistung in DK 64. Aber das darf ja wohl auch mal sein, oder? Hier in der sechsten Welt wird man halt nicht mehr mit Samthandschuhen angepasst. Auch wenn der Hase jetzt zur fünften gehörte, das ist halt eine der schwierigsten Missionen im Spiel. Hat mich so ein bisschen überrumpelt, das Ganze. So, Dalle, und jetzt lass mich mal kurz überlegen. Wir haben mit Tiny die ganzen Bananen aufgesammelt, das ist ja schon mal gut. Hier ist Candy, genau. Auf dieser Seite gab es Lanky-Bananen, aber die haben wir bereits eingesammelt. Auch bei Candy haben wir schon vorbeigeschneit. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal darauf, aktivieren die Zweierplatte und holen uns Tinys Hassan, der sich auch dort befindet. So. Genau, die zwei. Die Häuser hier, die ignorieren wir jetzt erst noch, aber ich glaube, wir werden uns in dieser Folge noch drum kümmern. Genauso wie um den Koscher, der hier die ganze Zeit die Stalaktiten von oben runterschleudert, weil da habe ich mittlerweile überhaupt keinen Bock mehr drauf. Das nervt mich. Und eigentlich sollte man den auch so schnell wie möglich eliminieren, sobald man diese Welt betritt. Alles klar. Ja, dann lasst uns mal ganz schnell die zwei benutzen. Weil wir nämlich noch nicht fertig sind mit Tiny. Sie kann sich noch eine goldene Banane holen. Gibt nämlich hier drüben irgendwo ein, wie ich finde, ziemlich gut verstecktes Tiny-Fass. Was man durchaus übersehen kann. Und ja, ihr habt recht. Natürlich ist hier alles aus Kristall und nicht aus Eis. Das ist so eine Sache, die habe ich mir als Kind immer angewöhnt gehabt, dass ich das als Eis angesehen habe, alles. Auch das Igloo. Wobei, das Igloo, das könnte sogar wirklich eine äußere Eisschicht haben. Aber innen ist trotzdem alles aus Kristall gebaut. Deswegen heißt das Ganze hier ja auch Kristallkaverne. Als Kind habe ich das aber, ja, nicht so hundertprozentig unterschreiben wollen. Für mich war das, was nach Eis aussieht, Eis. Punkt. So, hier haben wir einen Bonusfass für Tiny. Da freut sie sich bestimmt mega drauf. Genauso wie ich. Oha. Bananenballerei mit 5 Treffern. Das heißt, es geht wieder richtig schnell vonstatten. Okay. Kriegen wir hin, oder? Na, was heißt hier schnell? Die erste habe ich direkt getroffen. Aber das wird es auch gewesen sein. Wobei, das war ebenfalls ein Treffer. Das auch. Hui, Tiny. Ja, moin. Also, das hat sie besser gemacht als jeder andere Kong bisher. Falls du eine Karriere bei der Armee anstrebst, ich glaube, die würden dich nehmen. Tiny Sniper! Ja, und sicherlich fragt ihr euch, was machen denn diese Chunky-Münzen und der Ballon da, wenn er da gar nicht rein kann? Antwort, sie haben die drei komplett unnötig an diese Stelle gepackt. Und im Prinzip dient die 3 nur Chunky. Was ich echt nicht so ganz nachvollziehen kann, was das soll. Aber ihr werdet sehen, dass man in dieser Welt tatsächlich die meisten Platten verschwendet hat. Weiß nicht genau, woran das liegt. Vielleicht daran, dass die Welt doch etwas linear ist. Also versteht mich nicht falsch, es gibt sehr, sehr viele Aufgaben, wo die Kongs miteinander arbeiten müssen, was ich sehr feier an der Welt. Die hat so viel Kooperation wie keine andere. Aber dadurch wirkt sie eben auch ein bisschen kleiner. Zumal es zwei große Hubs gibt. Einmal eben das Igloo und einmal diese Häuser, wo wir gerade eben schon waren. Da hat halt jeder Kong eine Aufgabe. Und das macht die Welt schon ein bisschen kleiner. Aber ich liebe sie trotzdem und bin mit diesem System ehrlich gesagt auch
Völlig einverstanden. Es gibt Leute, die mögen das nicht, dass es solche Hubs gibt. Und in dieser Welt gleich zwei. Das ist denen too much. Akzeptiere ich, aber ich finde die Idee mit dem Iglu und diesen Häusern eigentlich ganz geil. So, mit Chunky machen wir hier jetzt mal dieses Tor auf. Und ich glaube, er hat hier sonst erstmal nichts weiter zu tun. Hier ist noch ein Donkey Kong Ballon. Und Donkey Kong Münzen. Aber das trifft sich gut. Denn der Gute hat um die Ecke noch eine Donkey Kong Platte. Dann lasst uns das doch als nächstes angehen. Nachdem wir den Ballon getroffen haben. Ich sagte, nachdem wir den Ballon getroffen haben. Ich will den Ballon treffen. Gut. Na also. So, wir können uns jetzt drüber streiten, ob hier wirklich alles aus Kristall ist. Kann schon sein, aber für mich war das hier als Kind ebenfalls Eis. Ja, ist ja auch egal. Die Welt ist schön. Die Musik ist noch schöner. Aber die Platte, die habe ich als böse in Erinnerung. Ja, die habe ich als böse in Erinnerung. Mal gucken. Gibt viele Optionen hier. Ich gehe aber erstmal da lang, wo mich die Bananen hinführen. Denn die Bananen lügen nie. So ein altes Sprichwort der Kong-Familie. Worauf man sich doch hoffentlich verlassen kann. DKs Medaille. Also auch hier wirst du ziemlich weit geschleudert, aber bis jetzt ist das Ganze einfacher als im Wunderwald, oder? Ich weiß auch gar nicht, was mit den drei Fässern da am Anfang war. Irgendwie sind wir gar nicht mehr an den Anfang zurückgekommen. War das vielleicht nur so aus, als gäbe es da mehrere Optionen und dem war gar nicht so? Könnte sein, oder? Das war ein ganz schön langer Kurs. Ah, okay. Da ist es ja. Das Bonusfass. Und wir dürfen hier nicht failen. Aber es ist eine super schwere Aufgabe. Kremlin-Kracher mal wieder mit Donkey Kong. Schnell den Text wegdrücken. Ihr wisst, sonst spawnen die Gegner schneller. Und ich wurde verarscht, denn ich habe ihn getroffen. Und ich hasse diesen Bug bei diesem scheiß Minigame. Man trifft die Gegner und das zählt aus irgendeinem fucking Grund nicht, Alter. So lame. Also nochmal. Man muss einfach beim Anfang Glück haben und dann ist es Strategie. So, jetzt. Wird das ein gesunder Second Try, womit man leben könnte? Alter, schon. LOL? Was? Wie scheiße ist das programmiert, Rare? Ihr kleinen Ghosts. Das, ihr habt das alle gesehen. Ich habe ihn 50 Mal getroffen und es hat nicht gezählt. Welcome to Bonus Stage. Die haben in der Minispielbeschreibung nicht gesagt, dass man gezielt auf die Eier schießen muss. Ja, lol. Wie viel Kokosnüsse habe ich dem eigentlich gerade reingejagt? Das ist doch komplett lächerlich. Es ist komplett lächerlich. Ich treffe ihn permanent und es zählt einfach nicht. Warum? Jetzt passt aber das Momentum einigermaßen. Ja, komm, stirb, du Arsch. Immer mal wieder auch nach unten schießen, weil man sieht ja bei solchen Minispielen nie alles. Ja, hallo! LOL! Alter! Ich habe Glück gehabt, dass er daneben geschlagen hat. Weil mal wieder 10 Kokosnüsse nicht gereicht haben, um ihn zu besiegen. Alles klar. Boah, das ist aber super hart, Alter. Wenn ich jetzt faile, dann raste ich komplett aus. Unten, unten, Vorsicht. Unten kommt wieder Gesindel. Nein. Hau ab. Hau ab, du Stinker. Ich ball euch ab, ihr Kriminellen. So ein Scheiß. Fuck. Wieder 4 Fails oder so, ne? Aber... Die lasse ich persönlich jetzt nicht an mich ran. Weil
dass er einfach lächerlich ist. Man muss gefühlt wirklich die Eier treffen. Sonst zählt der Treffer aus irgendeinem lächerlichen Grund nicht. Boah, Mann. Ja. Na gut. Ist, wie es ist. Wir machen einen Wechsel zu Diddy Kong. Der Boy kann mit seinem Jetpack noch einiges anstellen. Wir haben bereits den Stern durchflogen, die Viererplatte aktiviert, hier den Ballon abgeschossen und das Igloo komplett durchgemacht. Aber weiter hinten hat er ebenfalls noch jede Menge zu erledigen. Das Jetpack wird hier wirklich sehr intensiv genutzt. Deshalb gibt es auch zwei Jetpack-Spawn-Punkte. Hier bei Funky ist nämlich noch irgendwo eins. Aber lasst uns doch erstmal direkt hier landen. Da ist nämlich die Fünferplatte. Die möchte ich nur schnell aktivieren, weil der Hassan ist ja offensichtlich nicht für Diddy, sondern für Lanky. Und hier irgendwo ist jetzt noch ein Diddy-Fass. Aber hey, wenn wir schon mal da sind, lasst uns doch gleich mal bei unserem Freund Funky vorbeischneien. Na, gefällt euch der Gucci-Gürtel, der mir Munition gebracht hat? Ich hab mir einen neuen geholt, einen schönen Louis V-Gürtel, der nochmal mehr Muni bringt. Hast du Bock? Ja, komm, schneiden wir uns auch um. Alle Kongs, Munitions-Louis-Gürtel 2. Boah, was ein krasser Flex, schwöre. Auf Ehre. Danke, Funky. Und weiter geht es. Hier sind sogar Diddy-Bananen. Ach nein, es gibt drei Jetpack-Fässer hier? Wow! Das ist ja jede Menge, Alter. Gibt tatsächlich drei, weil ich meinte nicht dieses. Ich meinte ein anderes. Ich muss mich kurz mal umschauen. Ich glaube, wir sind noch nicht in dem Bereich, wo ich eigentlich hin wollte. Das Fass machen wir gleich. Genau, ich wollte hier hin zu Candy. Und da unten ist, glaube ich, ja, hier ist das dritte Jetpack-Fass. So, und was ich noch machen wollte, ist hier vorne diesen lamen Ballon abschießen, bevor ich das nämlich vergesse. Da, bei dem großen Haus, wo viele Kongs eine Aufgabe haben, fliegt ein Diddy-Ballon rum. Den wir gleich mal abschießen und jetzt geht's rein ins Bonusfass. Was sich hier bei dem Wasserfall versteckt. Was ist denn das hier? Welcome to Bonus Stage. Ihrer Garten. Was erledige? Ach so, mit Gegnern besiegen? Tatsächlich. Wir müssen nicht nur den Ausgang finden, sondern auch Gegner besiegen. Hey, bleib stehen. Was bist denn du für ein Loser? Flüchtet der von mir? Ich glaube, ich spinne. Das ist ein Crusher. Was ein Opfer. Ja, oder Kasplat ist gut, Leute. Für mich wird es immer ein Crusher bleiben. Punkt. Die flüchten tatsächlich. Rechts ist eine Sackgasse. Alter, wie meine Welle jedes Mal daneben geht, ne? Ich muss ihn damit direkt angreifen. Wenn er am Boden sitzt, dann hat er erstmal Unverwundbarkeit kurze Zeit. So, hier lang. Ja, easy. Haben's ja schon. Bam, gute Nacht, Euder. Und durch. Erstmal dachte ich so, oh mein Gott, Kasplate. Wie soll das in der Zeit möglich sein? Aber wenn du deine Schläge wirklich gut timest, hat er keine Chance. Oh, Banana. Diddy Kong. Alles klar. Dann lasst uns doch gleich mal hier beim Haus landen, weil da ist noch die Fünferplatte, die zweite. Yeah. Können wir gleich mal den Hassan mit Lanky besiegen. Oder? Komm. Wenn wir gerade den Diddy haben. Schauen wir rein in sein Haus. Oh, aber warte mal. Ich glaube, das war richtig ätzend. Oh nein, das Diddy-Haus war, glaube ich, richtig ätzend. Fuck. Ich habe da ganz schlimme Erinnerungen dran. Brauche ich hier auch das Jetpack oder was? Ich glaube, ich muss erstmal die Gegner besiegen. Oh,
Das hat denen wohl wehgetan. Aber ich habe doch so schön gespielt, oder Leute? Die Platte. Es geht ab in diesem Haus. The hell? What's going on here? Wollt ihr mich verarschen? Ah! Da ist ein Jetpack! Ja. Ist ja großartig platziert. So, nun? Muss ich nur noch die Kerzen anzünden? Das war's? Dann war's doch leichter. Aber es gibt irgendeine Hausmission für irgendeinen Kong, die absolut zum Kotzen ist. Hier auch wieder King K. Rool Easter Egg aus Donkey Kong Country 2. Ja, okay. Dann war das nicht die schwierige Aufgabe. Banana. Alles gut. Schon Panik gekriegt, ey. Diddy, komm. Schon 3 Bananen, wow. Und eine Fee. Gleich mal fotografieren, die Gute. Dann danke fürs Auffüllen. Gerade Kristallkokosnüsse braucht man in der Welt halt wirklich viele. Was vielleicht daran liegt, dass es Kristallkokosnüsse sind. Passt halt sehr gut zur Welt. Ja. Warte, was? Diddy hat hier noch einen Eingang? Okay, der hat tatsächlich 2 Aufgaben hier und Lenky keine. Was zum Teufel? Und warum gehe ich nach unten, wenn das, was ich suche, da oben ist? Die Platte nämlich. Oh Mann, bin ich dumm. Oh, und wir sollten diesen scheiß Koscher jetzt wirklich mal erledigen. Ich habe keinen Bock mehr auf den. Ah, keine Orientierung, Hilfe. So, jetzt aber. Dann habe ich mich wohl doch nicht getäuscht und Diddys Aufgabe war heftig, aber nicht die obere Tür, sondern die untere. Oh oh. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern, was es war. Ich weiß nur, es triggert mich. Nein, Lenky! Bist doch noch runtergefallen, du Idiot. Darf nicht wahr sein. Schnell zurück zur Zweierplatte. Er hat schon auch noch einen Hauseingang, aber der ist woanders. Ach, weißt du was, wir besiegen jetzt den Koscher. Und von wo macht man das nochmal am besten? Verdammt, kann mich nicht mehr hundertprozentig erinnern. Oder, halt, mir fällt was anderes ein. Genau. Das war doch hier, oder? Da können wir ein paar sinnvolle Dinge mit Chunky anstellen. Oh, und Lenkys Hauseingang ist da. Ja, dann lass das mal machen. Oh, und das mit Chunky war doch nicht hier. Ja gut, aber dann machen wir jetzt schnell die Lenky-Aufgabe. Vorsicht, die Stalaktiten kommen jetzt von oben runtergeschossen. Also man sollte sich da natürlich nicht treffen lassen, während man am Schweben ist. Eigentlich ist es echt dumm, dass ich den nicht schon längst gekillt habe, aber ich... Ich fordere es heraus, dass mich so ein Stalaktiten-Ding irgendwann richtig ätzend, unnötig trifft und ich dann, 5 Kilometer weiter runter ins Wasser falle und mich ärgern werde. Ah, die Aufgabe, die war auch noch ein bisschen herausfordernd. Aber hier müssen wir erstmal die Koscher besiegen. Nein! Du musst frontal auf mich zuschlagen. Weil das Musikinstrument ist hier safe disabled. Jetzt schlag doch mal zu! Hä, was macht denn der? Warum schlägt der nicht normal? Ja, jetzt. Weil dann kann man den mit einer Granate auskontern. Zack. LOL! Hat nicht gezielt, alles klar. Jetzt aber. Treffer. Und ebenfalls Treffer. Ja, kein Plan, warum das am Anfang irgendwie ewig gedauert hat, bis sie die Attacke gemacht haben. Egal. Ich hoffe, die können nicht respawnen, weil jetzt kommt es auf Genauigkeit und Schnelligkeit an. Falls du keine Ahnung hast, was du damit anstellst. Ich hab schon den Hasen besiegt. Was? Du hast den Hasen besiegt? Oh mein Gott, bist du krass.
Ja, also geh mir aus den Augen. Die respawnen tatsächlich! Oh nein! Okay, schnell Schalter aktivieren und jetzt zur Banane. Banane, 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 Banane. Man hat nur 3 Sekunden Zeit. Ist mir egal. Wir treffen sie. Yes, endlich mal wieder ein Skill-Moment hier, Alter. Geil. Weil bisher bin ich mit der Leistung hier echt nicht zufrieden. Auch Donkey Kong hat hier einen Hauseingang, aber ich glaube auf der gegenüberliegenden Seite. Wenn wir schon mal da sind, ne, dann beenden wir zumindest dieses Häusle. Kann man da auch noch irgendwie rauf eigentlich? Gibt's da noch was? Da oben müsste doch eigentlich auch noch was sein. Naja, wenn dann nichts Wichtiges. Und Donkey Kongs Haus ist sogar ziemlich wichtig. Also rein in die gute Stube! Keine Ahnung, warum bei ihm so eine fröhliche Musik am Start ist und bei allen anderen so eine böse. Aber ja, ist so. Wir spielen Memory. Haben dafür 50 Sekunden Zeit. Und ich denke, das kriegen wir hin. Und danach, wenn wir die Banane eingesackt haben, wird's Zeit für die Kirul-Platte. Erklären muss ich das Ganze bestimmt nicht. Die jeweilige Farbe repräsentiert den Kong. Und das eben schön nacheinander aufdecken. Versteht sich von selbst. War früher in Memory übrigens ziemlich gut. So ein heftiger Skiller. Und ich hab's immer noch drauf, offenbar. Ist jetzt aber auch nicht sonderlich schwer. Ne? Geht voll klar. Oh, Banane. War jetzt übrigens Zufall, dass ich die Banane zuletzt aktiviert habe. Das ist egal. Donkey Kong. Und er gleicht aus mit Diddy. Krass. So, und jetzt darfst du mal wieder an der Kid Rail. K-Rail. Genau. An der K-Rule-Platte ran. Warte mal, warum sind die so klein? Alle anderen waren doch einfach doppelt so groß, oder? Fuck. Naja. Wie auch immer. Oha! Donkey Kong wird ja krass umzingelt hier. Ein Critter und gleich 2 Kasplate. Das ist belastend. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass erstmal die Crusher nachspawnen. Ja. Lass mich, lass mich. Oh, jetzt den Kontern. Oh mein Gott. Das hätte jetzt auch ins Auge gehen können. Gib ihm deinen Fuß in die Fresse. Der hat doch einen Fußfetisch. Ich sehe das doch. Nichts gegen Fußfetischisten. Was ich nicht mal aussprechen kann. Fußfetischisten, so. Meine Fresse. Jeder wie er mag, ne? Solange es nichts Illegales ist, ist alles gut, Leute. Oh nein, oh nein, ich sehe da. Du Huren! Was? Hat dieser Bastard mich jetzt ernsthaft runtergeschmissen? Wir waren doch bei 20 Sekunden nur noch, oder? Mann, was ein Abfuck! Ja, aber 70 ist auch viel zu lange für diesen Bullshit hier. Die blöden Schweine. Donkey Kong fliegt aber auch so weit. Warum ist das so? Ess mal ein bisschen mehr Bananen, Junge. Bitte, dass du eine Bohnenstange bist. Boah, aber richtig aggro jetzt. Ihr kleinen... Was ist das? Wirklich? Warum wurde der jetzt nicht getroffen? Stopp! Mann, hör auf. Ich muss sie auf jeden Fall daran hindern, ihre Energieattacke einzusetzen, weil das schleudert einen einfach nach Timbuktu. Das geht halt gar nicht klar. Komm, 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 komm. Scheiß Assi, Alter. Du kannst mich. Ja, ist auf jeden Fall echt die beste Lösung. In der Mitte stehen bleiben, Energieattacke im richtigen Moment und dann stampfen, wenn der Kritter kommt. Jetzt mal wieder eine Extrawurst. Bruder? Bruder? War schon wieder übelst knapp. My God. So. Jetzt aber. Mann. Krone am Start. Raus hier. Dö, dö.
Also wir kriegen die Häuser auf jeden Fall heute nicht abgeschlossen, aber wir haben die Hälfte gemacht. Kann sich sehen lassen. So, und ich bleib jetzt mal bei Chunky dran. Gerade weil der ja auch mit Donkey Kong kooperieren kann. Ach, da oben ist nur ein Troffenskopf-Portal. Was kompletter Schwachsinn ist, weil hier ist ja auch eins. Aber gut. Danke für die Bereitstellung, Rare. So. Was ich mit Chunky eigentlich machen wollte, ist folgendes. Ins Wasser fallen. Ja. Weil das macht ganz viel Spaß. Wusste, ich hätte da aufgehen sollen. Ah, und hier schafft man es auch. Gut. Es gibt da in der Mitte der Welt nämlich ein riesiges Kristallschloss, wo auch die schlimmste Aufgabe dieser Welt wartet. Und ich bin den falschen Weg gegangen. Mann! Weil es die schwierigste Aufgabe ist, werden wir das Ganze jetzt erstmal ignorieren. Das ist für Lenky das Ganze. Und mir geht's mehr um diesen Felsen da. Boah, du scheiß Koscher, Alter. Ich mach dich danach sofort platt. Gott, geht der mir auf die Nerven. So, auf den Schalter legen. Dadurch sprengen wir das Kristall-Iglu. Gaboomska. Oh yeah. Bananen. Alles klar. Die steckten da so ein bisschen unnötig in dem Felsen drin. Habe schon Angst gekriegt, dass ich die nicht mehr einsammeln kann. Das wäre dann aber ein heftiger Bug des Spiels, der bereits aufgefallen sein müsste. Also alles gut. Vielleicht habt ihr es gesehen. Da ist noch der Hassan für Donkey. Also schnell besiegen. So, komm, ich habe keine Zeit mehr. Recke! Da geht er down. Ba, 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 ba. Und wir suchen uns einen Teleporter. Gibt's hier einen Teleporter irgendwo? Wir hätten den Teleporter wirklich besser platzieren können. Also das regt mich richtig auf. Ach warte, wir brauchen gar keinen. Fällt mir gerade auf. Wir können einfach hier raufkratzeln. Yo. Ich schaff den Koscher heute nicht mehr, glaube ich. Ich hab mich so beeilt, Leute. Das reicht nicht ganz. Schnell, Chunky. Mach deinen Job hier. Da ist nämlich noch ein Felsen. Allerdings ein viel zu großer. Den packen wir nur als Giga-Chunky. Banane. Yeah, yeah. Auf den Schalter. Und jetzt sprengen wir das nächste Element. Oh, Banana. Yes. Meine Muskeln sind so krass. Ich trainiere jeden Tag 20 Stunden. Merkt man. Jo. Naja, kein Problem. Wir sind hier richtig. Ihr könnt euch sicherlich erinnern an dieses Iglu, was ein bisschen abseits stand mit der goldenen Banane, aber was euch vielleicht nicht aufgefallen ist, das sind sogar zwei. Und was einem gar nicht gezeigt wurde, hier ist jetzt eine Tiny-Platte erschienen. Chunk, Chunk, Chunky Kong. Yeah. Diese Platte checken wir gleich mal ab, aber ich glaube, das, oder? War das der Weg zum Koscher? Ja, doch, doch, das war der Weg zum Koscher, dann kriegen wir den doch noch down. Ich glaube, ich hatte gerade einen völlig anderen Weg im Kopf, der aber nur zu einer normalen goldenen Banane für Tiny führt, oder? Ja, 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 ja. Das ist der Koscher. Tatsache! Okay. Hier kriegt Tiny aus irgendeinem Grund leider keine goldene Banane. Aber sie kann dieses Monstrum jetzt endlich bezwingen! Ja! Und gleichzeitig noch eine Regenbogenmünze holen. Hallo? Regenbogenmünze? Pff,
wieso auch immer die nicht gleich erschienen ist. Kann ich mir jetzt auch nicht ganz erklären. Ja, und mehr ist hier tatsächlich nicht. Ja, bei Nintendo, da war doch noch ein Iglu für Tiny. Mit einer Tiny-Platte. Richtig. Und wie man dahin kommt, checken wir das nächste Mal ab. Lasst einen Daumen da für Donkey 64, episches Game. Es läuft nicht mehr ganz so rund, aber ich kann mir vorstellen, einige reiben sich die Hände und freuen sich deswegen. Ich versuche nochmal wieder anzuziehen und in den nächsten Parts wieder den heftigsten Skill rauszulassen. Also, bis bald und ciao.